Asien. Jetzt ein Thema bei mir im Gespräch mit Andreas Paczorek von CMC Markets. Herr Paczorek, schönen guten Tag nach Frankfurt. Wir haben es gerade gehört. Also wir haben Konjunkturdaten bekommen aus China. Die sind eigentlich alles andere als gut ausgefallen. Trotzdem haben wir einen stabilen Start gesehen nach einer einwöchigen Pause an den Börsen in China und auch der Yuan mit dem stärksten Anstieg seit 2005. Dabei macht doch der ganze Markt China verantwortlich. Jetzt kommen schlechte Daten aus China, aber es interessiert keinen mehr. Ich denke, dass die Abverkäufe, die wir an den chinesischen Börsen gesehen haben, natürlich zum einen eben die Sorgen um eine starke Abkühlung der chinesischen Konjunktur widerspiegelt, aber andererseits eben auch daran lagen, dass die chinesischen Investoren ihr Geld in Sicherheit bringen wollten, in Antizipation einer weiteren Yuan-Abwertung. Und jetzt, wo China zeigt, dass sie tatsächlich den Yuan stabil halten möchte und so auch den Fokus auf eine Stabilisierung der Börsen legt, eben auch eine Stabilisierung eben gesehen werden kann. Wir haben jetzt den Yuan auf dem höchsten Stand dieses Jahr und dieser Anstieg, der stärkste seit 2005, zeigt eben, dass die chinesische Regierung hier diese Kapitalflucht aus dem chinesischen Raum eben auch dämpfen möchte, drosseln möchte. Und wenn wir jetzt auch eine weitere Abwertung, einen schwächeren US-Dollar sehen, dann ist auch dieser Anreiz für die chinesischen Investoren, eben auch in den US-Dollar-Raum zu flüchten, gedämpft. Und das stabilisiert die Märkte. Das bedeutet, den Abverkauf, den wir gesehen haben zuletzt, der war von der Konjunkturdatenlage möglicherweise gar nicht so sehr eben getrieben, sondern halt eben insbesondere aufgrund dieser Kapitalflucht aus dem Hongkong-Dollar und aus dem Yuan. Und hier sehen wir eben einen weniger starken Anreiz nun. Also die Anleger werden mit einem Auge weiter auf den Yuan blicken mit Sicherheit. Was steht sonst im Fokus in dieser Woche? Ja, also wir haben heute Nachmittag Mario Draghi, der eine Rede halten wird in Brüssel. Und da spekulieren oder hoffen die Marktteilnehmer darauf, dass hier wieder Hinweise fallen werden, dass eben die EZB gewillt ist, ihre Liquiditätsmaßnahmen auszuweiten. Und wir haben diese Woche insbesondere die Sitzungsprotokolle aus den USA und auch die Inflation aus den USA zum Ende der Woche. Und das ist eben ein dominierendes Thema aktuell, wie sich die Fed zeigen wird, eher hawkisch oder eher dovish. Und es zeigt sich zuletzt, dass eben die Fed mit ihrer Normalisierung der Geldpolitik wirklich sich Zeit lassen wird. Also 4 Zinsanhebungsschritte dieses Jahr überhaupt nicht mehr eingepreist werden, sondern eher der nächste Zinsschritt nächstes Jahr. Und das könnte eben zusätzlich stabilisierend an den Märkten wirken. Wie stabilisierend ist denn die Charttechnik beim DAX zurzeit? Das Gap heute Morgen macht so ein bisschen Unsicherheit doch sich breit dadurch. Sicherlich ist natürlich die Gefahr gegeben, dass die 8.900 auf der Unterseite nochmal geschlossen werden. Wir haben heute keine wesentlichen Konjunkturdaten. Wir haben allerdings die Rede von Mario Draghi. Und auf der Oberseite haben wir jetzt einen knackigen Widerstand direkt vor uns. 9.250, 9.300. Diese Marke gilt es zu überwinden. Ob dies mit einem Rutsch passiert oder wir jetzt tatsächlich erstmal einen Rebound sehen zurück, das wird abzuwarten bleiben insgesamt. Allerdings ist das natürlich ein positives Zeichen, dass wir jetzt auch einen charttechnischen Rebound zum Beispiel im Nikkei sehen, der ja an der 200-Wochen-Linie jetzt abgeprallt ist und auch die chinesischen Börsen trotz dieser einwöchigen Pause eben sich sehr entspannt zeigen, trotz der vorangegangenen Verluste. Und das könnte eben tatsächlich den Bullen eben auch die Stärke liefern, die 9.300 wieder zurückzuerobern. Sagt ein etwas zuversichtlicher Andreas Paczorek, höre ich daraus. Dankeschön für die Einschätzung und schönen Tag in der Frankfurt. Ihnen auch, danke.